Man kann sich wirklich Bier brauen. Natürlich kann man sich Bier brauen, das konnte man in ICT schon immer. Stimmt, war nur schon immer irgendwie überflüssig. Aber ich finde, ICT hat schon immer sehr, sehr viele Sachen, die kein Mensch benutzt hat. Oh, da ist ein Zombie im Eingang. Ja, gut. Aber der mag mich nicht so ganz. Der hängt gerade. Ah, jetzt. Au. Aua. Ist er weg? Ja, ich hab Deutschland drüber gebraten. Ja. Ach so. Dann nehme ich das Erfahrungsbüchlein. Sag mal, kann das sein, dass das Netherportal kaputt ist? Oder ist das nur ein Anzeigefehler? Du musst reinspringen. Das sieht komisch aus, funktioniert aber. Gut. Also zumindest mal letztes Mal irgendwas funktioniert. Ja, da fehlt ein Block dazwischen. Das ist nicht so schlimm. Ich weiß was, ich sag's einmal. Originalportal. Gut. Na, ich hab nur gefragt. Ja, von wegen. Versuch mal. Kommst nicht durch. Doch, Bahn. Jetzt. Und doch. Hat eine halbe Stunde gedauert, aber jetzt bin ich durch. Siehst du? Ja, vielleicht geht muss doch. Er erst generiert werden. Genau. Und geladen. Muss ich erstmal mein Handy rausholen. Wer ist denn das jetzt? Kurze Frage. Nee, da kriegt jetzt erstmal einer eine Nachricht. Sind die Zombie-Pigments momentan schon da? Aua, aua, aua. Wir sollten uns auch mal um Schafe kümmern. Ja. Wolle. Ja? Sobald es wieder Tag wird, werde ich das gerne machen. Genau. Will ich wissen, was ein Undertaker ist? Ein WWE-Wrestler vielleicht? Oder ein Grabschaufler? Auf jeden Fall sind die sehr ergiebig, diese Teile, die eben da drüben stehen. Da ist einiges zu holen aus diesen Undertaker. Ja, hab schon gerade was mitgebracht. Ja, das ist echt gut. 22 Koppels, knapp... Eine gute Idee. Ja. Was für Undertaker? Wovon ja, das sind so, keine Ahnung was, das sind auch so Art Grabsteine, die drüben im Letter sind. Da ist teilweise richtig gutes Zeug drin. Über Pferderüstungen, Holz, Nahrung, alles. Leute, da hat Netherwarzen besorgt. Also ich glaube, so früh hatten wir in den letzten Staffeln noch gar nicht, oder? Ja, weil wir erst Obsidian brauchen. Wenn das Ding direkt steht, ist das kein Wunder. Genau. Aber mit den Ärzten abbauen wirst du dich hoffentlich noch ein bisschen schwer tun. Ich hoffe zumindest, dass du aber das hauptsächlich so gefixt haben, wie sein sollte. Bestimmt nicht. Ich freue mich schon richtig auf das Minern. Ja, wenn wir mal was bekommen würden, ne? Warten wir mal wieder auf Tag, nicht? Genau. Ja, ich habe mich bei Greg verkrochen. Aha. Aha, hat da jemand einen Untermieter? Der hat hier so ein Spawnhaus gebaut. Ach so, unser kleines Häuschen. Ja. Höhle. Genau. Beim Ausheben von dem Ding ist erstmal der ganze Dirt von der Decke runtergekommen. Na, Baker, ist hier warm oder was? Genau, ich schwitze. Ja. Obwohl es eigentlich hier, naja, 38,19, eigentlich müsste es nachts ein bisschen kühler werden. Lass du da jetzt stehen? Ja, aber du siehst eigentlich 38,19 Grad Celsius Körpertemperatur. Ich glaube, ich habe 37, ich schütze nicht. An dem Punkt und den Strich da, wo die aktuelle Temperatur ist. Genau, und die ist leicht über meiner Körpertemperatur, komischerweise. Ist hier so warm. Ja, die schwankt hier wo ich langlaufe. Ah, richtig, die Fackeln zum Beispiel machen auch warm. Wenn man sich in die Nähe von der Fackel stellt, hier zum Beispiel, sieht man sofort, der Balken geht weiter nach rechts. Geht man weiter weg, wird es kühler. Wenn man in einem kalten Biom ist und mit Schafen kuschelt, wird es einem auch warm. Ja, Schafe kuscheln. Leute machen das doch, glaube ich, auch, oder? Ja. Wieso guckst du mich jetzt an? Aber du kuschelst nicht mit mir. Baker, schau mal hinter dich. Du willst auch. Ach komm. Sind da Ahnung, was besonders an Carpenter's Torches ist? Ist Carpenter's Torch einfach eine Fackel, die du camouflagen kannst? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir können ja gerade nicht so wirklich viel machen außer warten, ne? Come on, Max, lass mal tanzen. Was von den Pferden nehmen und Pflanzen. Zum Beispiel, ja, da hat er recht. Strawberry Seeds, Blueberry Seeds, Magical Crops Condition dazu anpflanzen, ich glaube schon, ne? Was meinst du? Die Pflanzen von Magical Crops, also die Früchte, die können schon angepflanzt werden. Gut, nehmen wir die schon mal mit. Brokkoli. Und weißt du was? Da wir schon Essence Seed haben, den würde ich vielleicht auch schon anpflanzen, wenn wir Glück haben, kriegen wir eine sogenannte Essence of Nature.
Und da kann man schon ordentlich was rausbekommen dann an Essen. So eine Nahrung gibt dann zum Beispiel 6 wieder und Regeneration 2. Da kennt sich ja jemand richtig gut aus mit der Mod. Ja. Der spielt ja auch schon in einem anderen Let's Play damit rum. Mhm. So, und Reis ist auch gut, habe ich immer wieder gehört. Bisschen Brokkoli, wer es mag. Ach. Ich gehe mal Wasser auffüllen. Das kannst du doch nicht vorne an dem einen Block machen. Halt, zurück. Warte. Komm zurück. Binne. Okay. Wo haben wir denn hier Wasser? Ja, mitten im Feld. Guck mal, wo. Ich bin der Volldepp des Tages, ne? Ich bin jetzt ein laufender Baum. Mir ist warm. Ich bin ein laufender Baum. Ach du Scheiße, das sieht genial aus. Oh ja, er hat die Holzrüstung, aber Vorsicht, wenn dir da die Sonne drauf prellt, wird es dir noch wärmer. Ja, ich zieh die auch aus. Das sieht ein bisschen assi aus. Aber gibt Rüstung. 2 Punkte, oder? Keine Ahnung. Mein Figürchen schwitzt sowieso schon. Ja, nicht nur deins, also das ist, Das sagt man so. Aber eingeschränkt bin ich dadurch nicht, oder was? Ja, wenn du zu viel Flüssigkeit verlierst, dann hast du ein Problem. Dann wirst du dehydriert und wirst langsamer. Und kannst unter Umständen auch sterben. Mal so eine Logikfrage, wenn ich eine Chilischote von Magical Crops fresse, wird mir dann noch wärmer, oder? Also theoretisch würde ich sagen, habe ich auch überlegt, ob wir das einbauen. Genau, das wäre was für einen Sepp oder für einen Olli. Oder für einen Putze. Ich probiere das mal. Sachen immer sehr schnell dabei. Also mir überlegen, ob zum Beispiel heißer Kaffee warm macht. Wenn du so Chili oder so isst, dass du dann einen Hitzekoller kriegst. Ich brauche noch Platz hier. So ein bisschen ist noch da. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Kotten anpflanzen. Jo, pflanz an. Kotten ist gut. Da können wir vielleicht schon ein Bett machen, ne? Chili des Todes, genau, Olli. Er hat es genau richtig erkannt. Ja, Chili kann schon je nach Sorte eine ganz schön böse Sache sein. Was hast du denn getruppt? Tschüss, Greg. Was? Alter! Boah. Ey, Tu, ey, Trivolo. Das war gerade ein hammerleister Double Kill von dem Zombie, muss man sagen. Oh. Ja, vor allem, ich war gerade hier im Inventar drin und so weiter. Und ach, jetzt. Aua. Wollte ich gerade sagen, irgendwann muss aber mein Grabstein irgendwas droppen hier. Die ist noch von dir. Wieder auf I gedrückt. So, was haben wir denn hier alles? Was? Da haben wir noch. Sammeln wir schon irgendwo rein. Drinks? Stringtangas? Ja, Stringtangas. Was habe ich hier noch bekommen? Schön Stranger. Ein Zombie-Hit, okay. Schmeiß mal noch Achtung, rein. Creeper in unserem Feld. Vorsicht. Boah, das war gerade knapp. Nein, der läuft da noch. Krieg mal den jetzt hier weg hier. Ich geh weg. Er zieht. Genau. Musst du mal ordentlich Buh machen. Vielleicht geht er dann. Ich glaube, der hat sich in Butze verliebt. Oh Leute, was brauchen wir denn? Erze, ne? Oh. Ja, war klar. Hallo? Genau, Erze? Ja. Erze, alles. Zombie. Also auf jeden Fall Kohle und Kupfer hätte ich mal gesagt als Einstieg. Du kannst ja schon ruhig ein bisschen. Ja, ich habe das Problem, bin absolut unbewaffnet. Ich habe höchstens eine Pickaxe. Ja. Ich habe mir mittlerweile ein Schwert gecraftet. Wo ist Hosenfischwinde? Ja, das war auch nur eins aus Gieß, nein, Flint. Flint, genau. Frage: Haben wir schon Eisen? Ja. Nein, wir können es noch nicht abbauen. Schade. Ja, ich werde versuchen, jetzt ein paar Schafe zu bekommen irgendwoher. Das ist eine gute Idee. Beziehungsweise halt. Oh, ich muss mir noch was zu essen. Das Fell von denen. Das kriegen wir nicht abgebaut. Kriegen wir abgebaut. Ein bisschen Blei haben. Schon wieder Creeper. Was machen die ganzen Creeper hier hinter mir? Die wollen alle mit dir kuscheln. Das sind alles deine Fanboys, Baker. Ah, nee. Also meine Fanboys sind normalerweise keine Creeper hier. Ja, super. Creeper. Missgeburt. Oh. Nein. Falsche Kraft. Ja, komm. Hier. Ja, das musste schon mal gesagt werden. Schau mal, ob ich noch was zu futtern kriege. Habt ihr Creeperpflanzen da in der Nähe? Bei mir wird sogar schon mitgezählt, der 5. Tod. Echt? Hat bei mir jemand mitgezählt? Ich hoffe nicht. Nein.
keinen Fall. Grab ist, oh, ich hab, ah, mein Grab ist ja sogar noch sehr schön. Wenigstens etwas. Da. Ein paar schnell sortieren. Da. Was hab ich denn da für eine Pickaxe? Na gut, nehme die auch mit. Hallo Creeper! Tschüss! Ihr wart doch irgendwie vor 10 Minuten schon mal drin. In der Höhle. Ich hab. Soll ich Leder auch mitbringen? Alles, was du findest. Wir nehmen alles. Ein Schlachtfest. So, das ist schon wieder ihre Nore. Ionie-Erz. Ironore. Kohle. Meine Kohle. Meine Kohle. Ich schau mal, was die Welt hier so zu bieten hat. Ja, irgendwie verschwindet zwar das Kohle-Erz so 5-6 Mal, aber es droppt nix. Jetzt droppt's was. Noch mehr Kohle. Jede Menge. Muss man meine Spitzhacke leveln. Ach, oh, ja, Spitzhacke leveln. Baker, du sagtest auch, dass man mit der Kacke von den Tieren auch das Feld düngen kann, ne? Ich hab auch sowas gelesen, ja. Der Bakerman ist gerade nicht da. Ja, da glaube ich, ist irgendwas nicht in Ordnung, oder? Nein. Ja, im Chat kann taucht sein, irgendwie auch hast... auf, man hört euch nicht mehr, steht dran. Ja. Alles so still. Achso, ja, dann hat er sich gemutet. Komplett. Was war denn nochmal Fackel? Geht eine Fackel ganz normal zu bauen oder ist da irgendwie ein Trick? Ganz normal. Das war ein Stock und ein Diamant. Junge, die Kuh regt mich gerade so auf. Diamant, wer erzählt hier wieder ein Mist? Hallo? Alles originalgetreue Dateien. F-U-C-K-E-L. Fackel. War nicht richtig geschrieben? Hm, komisch. Ah, jetzt sollte es wieder stimmen. Haha. Nicht da, AFK hier. Bitte. Sorry. Da war einer AFK. Nee, ich war nicht AFK. Die Leute im Twitch haben gesehen, dass ich gearbeitet habe. Ja, ja. Wie üblich, die falsche Taste gedrückt. Ja, klar. Ich habe an der Maus leider die Taste belegt und die hätte ich vielleicht nicht belegen sollen. So, ich habe ein bisschen Kupfer mitgebracht. Auch wenn es nur ein kleines Kupfer ist. Ich weiß ja jetzt nicht, ob das noch so lecker ist, aber ich habe ein volles Inventar mit ganz vielen Obst, Gemüse und Kacke. Chili und Tomaten Seeds. Brauchen wir noch mehr Gravel? Gravel? Oh, hi Max. Bring mit, ja. Ja, hi. Ich bin gerade auf Schafsuche immer noch. Oh, guck mal, hier ist ein kleiner Scheißer. Kleine Scheiße. Ja. So ein kleiner Slime-Scheißer. Okay. Ember. Da ist schon nichts mehr. Es sieht hier unten irgendwie sehr aufgeräumt aus. Unter Erde kann das sein? Bisschen, ja. Ah, Eisen. Mal gucken, ob ich das mit der Spitze. Ja, sie guckt Fernsehen im Hintergrund, aber da musst du mal bei der Ostfraktion nachfragen, was sie da für ein Mist guckt. Der kann dir das beantworten. Oder bei Kladdo, der kennt das. Der hat mir das ja gegeben, dem Mister. Das, was ich hier gerade gemacht habe, dürfte eigentlich gar nicht gehen. Normalerweise dürften wir Eisen noch gar nicht abbauen dürfen. Aber mit Gregs Spitzhacke, auch wenn sie aus Flint ist, kann man das anscheinend dann doch machen. Ja, da müssen wir nochmal drüber gehen. Das ist eigentlich etwas, was nicht so sein sollte. Gregtag, einmal zum Cheaten. Ja. Nein, das ist nicht Gregtag, das ist Tinkos Construct Tweak oder wie das heißt. Iguanas Fix, meinst du? Mit der von Tinker's Construct kann ich es nämlich nicht abbauen. Mit der von Greg schon. Welches Level hast du denn? Das Ding hat kein Level. Das ist die mit dreimal Flint nebeneinander. Die hat auch ein Level. Level 1. Flint Level 1. Pickaxe. Ja, Greg ist alles schuld. Bin schau für. Eisen ist so weit runtergesetzt, dass es auf Level 1 kommt. Echt? Weil mit so niedrig. Das ist auf Kupferlevel und mit der Pickaxe kannst du Kupfer abbauen. Okay. Dann nehmen wir gleich noch ein bisschen Apatit mit. Essen ist da. Oh, sehr schön.
Also ich glaube, 4 Wolle werden nicht reichen, oder? Nein, nicht ganz. Okay. Baker, Creeper, Creeper, lauf, ich hoff, lauf. Ich hoffe, ihr... Falsche Richtung. Danke. Hättest du vielleicht nur sagen sollen, aus welcher Richtung. Riskier hier mein Leben vorne für euch. Kann er nie sein. Wenn du noch ein bisschen Platz in deinem Inventar hast, könntest du in mein Grab looten, aber ich glaube, ich komme selber kurz vorbei. Das war hier irgendwo. Bin ich auch reingegangen? Ich hab's. Hast du's? Gut. Da liegt noch ein bisschen Erde. Darf man nicht verkommen lassen hier, das gute Zeugs. Na, ich will hier rauf. Kohle, Stone, Dust, keine Ahnung, irgendwas. Überlebt. So, okay. Ah, der Typ hat eine Rüstung. Aha. Wie kann man das jetzt hier düngen? Ich? Ja. Okay, so wirft man die Kacke weg. Das ist sehr schön. Na, hast du deine Sachen? Sonst hat der Creeper die gerade kaputt gemacht. Trevolo, bleib mal kurz stehen. Er redet nicht. Wer redet nicht? Du. Hast du deine Sachen? Ja, ich bin ziemlich vollständig, glaube ich. Jo, genau. Gut. Weil dann bringe ich auf jeden Fall schon mal das Eisen mit nach Hause. Hatten wir hier eigentlich schon Grout angefangen zu schmelzen, zufälligerweise? Keine Ahnung. Ich glaube, in die Richtung haben wir noch gar nichts gemacht, oder? Achso, ich wollte haben wir noch eine Schaufel oder irgendwas? Aus was waren die jetzt? Irgendwie konnte man das doch auch reparieren. War das nicht irgendwie so? Ich hab's vergessen. Da haben wir das da und Grape Seeds. Frage, wenn man Tomatensaft trinkt, kriegt man dann auch wieder Flüssigkeit dazu oder nur Nahrung? Theoretisch ja. Gut, dann wäre das doch mal der Mutsch. Musst du Bescheid sagen, dann. Genau, müssen wir antasten. Gut, gut. Wie viele Seeds kommen hier immer raus? Ja, das ist ein bisschen unglaublich viel. Ah, ich habe eine Erdbeere. Na gut, schmeiß mir eine Erdbeere da rein. Boah, noch eine Honigen. Kiste. Und ich habe Holz. Holz und Dirt. Ah, da haben wir noch ein paar mehr von denen. Okay, Juicer. Das war Flint. Flint. Blind. Hier, weiß nicht, ob es stimmt, aber wir müssen uns mal für die Kisten auch noch was überlegen. Was hier alles rumliegt. Okay, gibt nichts wieder an Flüssigkeit. Nein? Nein. Gut. Dann werden wir da wohl nochmal ran müssen. Mach das. Aber dafür gibt es ein bisschen Nahrung wieder. Ja, genau, Klado. Das ist eine sehr komische Sendung. Da steht ein Creeper. Da war ein Creeper. Ja, der hat sich selber erlegt. Der hat mir sogar einen Abgang gebaut. Sehr nett von ihm. So, wer braucht gerade noch ein bisschen was zu futtern? Ich kann gerade noch Erdbeersaft machen. Nein, im Moment nicht. Wurzel, Trivolo, Max? Ja? Bau einfach. Ich hab noch Gemüse im Inventar. Also ich komme jetzt dann auch so halbtot kurz nach Hause. Oh Mann. Gut, ich mach für dich was Neues zu trinken. Aber ich hab einiges dabei. Leder, Haufen Fleisch. Sehr gut. Kackballen habe ich auch mitgebracht. Kackballen? Gehen wir mal so. Gehen wir mal wieder im Wasser und hoffe, dass die Temperatur, die Körpertemperatur runtergeht. Aber irgendwie. Gucken, dass das Wasser nicht in der Nähe von einem. Einer Fackel ist. Ja, ich tauche extra ab. Ich springe richtig rein in richtig Wasser. Nicht jetzt hier. Okay. Unterirdisch oder so. Aber das ist sehr langsam. Also ich habe zumindest das Empfinden, dass die Körpertemperatur sehr, sehr langsam sinkt. Obwohl, je tiefer du tauchst, umso besser geht es, sehe ich gerade. Jo. Du merkst, aus welcher Richtung kommst du, dann komme ich mal mit einem kleinen Landpaket dir entgegen. Ja, ich komme aus dem Nordwesten. Alles klar. Allerdings
wird es jetzt dunkel und ich habe nur noch 1,5 Fleisch oder Dings, Ausdauerbalken. Ja, ich komme dir entgegen. Juhu. Auf Wasser, Wasser. Ungefähr da, wo wir uns eben getroffen haben. Wasser. Oder? Gut, normal sieht man das ja in roten Punkten auf der Minimap, aber irgendwie sehe ich keinen Punkt auf mich zukommen. Nee, auf der Minimap ist es nicht. Keinen, ne? Naja. Pass auf, machen wir es anders.